Ja, hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Exzessiv TV am Freitag. Heute geht's ums Thema Decarboxylieren. Als Gast der Patrick, ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank. Hello. Wer mehr wissen will, findet alles unten im Link. Das Patienteninterview von Vitab TV, wo er über sich und seine Geschichte berichtet. Wir zeigen euch jetzt, worum es denn beim Decarboxylieren geht, was wichtig ist und wünschen euch ganz viel Spaß. Ja, genau wie wir beim Rauchen durch das Feuer unser Gras decarboxylieren, müssen wir das natürlich auch machen, wenn wir es als Speise oral aufnehmen wollen. Und da, was passiert und wie das passiert, erklärt euch jetzt der Patrick. Genau, und zwar letzten Endes ist es ganz simpel gesagt, wenn wir unsere Blüte so nehmen würden, wie man es ist, und dann einfach mal essen, haben wir eine inaktive Säure, das THCA, und das muss erst durch Hitze, wie beim Rauchen oder halt im Backofen dann, für die Edibles, erstmal umgewandelt dann in THC, quasi verfügbar gemacht werden für uns. Genau, und gerade für uns als Patienten ist es natürlich wichtig, das möglichst schonend zu machen. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Arten, wie man decarboxylieren kann und auch, was es dabei zu beachten gibt. Eine der praktischsten und einfachsten ist der Bratschlauch, bekommt man in jedem Supermarkt eigentlich. Einfach ein Ende zubinden, mit dem Clip verschließen, Pflanzenmaterial einfüllen, zweites Ende mit dem Clip verschließen und man hat ein wunderbares Bonbon, was man direkt im Backofen tun kann. Wichtig ist, wie auch bei allen anderen Arten, dass das Pflanzenmaterial schön locker liegt, damit auch wirklich die Hitze gut überall durchzirkulieren kann. Eine andere Möglichkeit, die gängig ist, ist das Einwegglas und das Wasserbad. Dabei ist zu beachten, dass die Blüten nicht zu feucht sind, um der Entstehung von Dampf und Druck entgegenzuwirken. Was natürlich sehr praktisch ist, inzwischen gibt es sogar hier fertige Silikonboxen im Handel zum Decarboxylieren. Die Variante jetzt sogar mit einem Thermometer. Warum das wichtig ist, erzählen wir euch gleich im Temperaturteil. Jetzt füllen wir aber die Box erstmal. Welche Zeiten wir zum Decarboxylieren empfehlen und welche Temperaturen, das wird euch jetzt der Patrick erzählen. Die gängigste Temperatur ist bei 90 Grad für eine Stunde in den Ofen. Hat einfach den Nachteil bei einer Abweichung von 10 bis 15 Grad Celsius, dass da bis zu ein Drittel aller Inhaltsstoffe schon verloren gehen, also kaputt sind, weg. Wir empfehlen auch immer deswegen, geschlossene Behältnisse zu nehmen, das nicht einfach so auf dem Backblech machen. Dann können auch die Terpene beim Kondensieren, beim Abkühlen wieder zurück in die Pflanze und gehen nicht direkt auch mit dem Dampf verloren. Eine schonende Lösung wäre zum Beispiel über einen langen Zeitraum, 24 Stunden bei 30 bis 40 Grad Celsius. Ist für die Patienten sehr, sehr gut, weil das CBG erhalten bleibt, was bei 51 Grad schon sich umsetzt, also aktiviert, ebenfalls kaputt geht. Und wir raten auch hier, das Material nicht zu zerkleinern, nicht zu grinden. Die Temperaturen und die Zeiten reichen bei allen unseren Methoden aus, damit die Hitze überall gut genug durchdringen kann und alles auch wirklich schön dekarboxyliert wird. Und für die Ungeduldigen von uns allen haben wir eine dritte Variante, die Turbo-Möglichkeit. Das ist bei 145 Grad für 7 Minuten in den Ofen. Hat aber einen riesengroßen Nachteil. Die Hälfte aller Terpene sind weg. Und es riecht auch noch sehr, sehr stark natürlich durch die Terpene, die in die Luft gehen. Eure Nachbarn werden dann sicher was von den Edibles haben wollen. Und was auch wichtig ist, wir raten auf jeden Fall von der Verwendung von Alufolie ab, da dort doch die Gefahr ist, dass irgendwelche Schadstoffe in euer Pflanzenmaterial übergehen können. Das war's bei uns auch schon für diese Folge Exzessiv. Wenn ihr mehr Infos wollt, findet ihr die zum Beispiel im Hanfjournal oder auch auf vielen anderen Webseiten, im Internet oder auch bei ganz vielen Büchern, die es zu kaufen gibt. Patrick, ich sag vielen Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Küche, schieben das in den Backofen, machen den Decarboxylierungsvorgang. Euch wünsche ich noch ein super tolles Wochenende. Genießt die Zeit. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, wäre es super cool, wenn ihr uns unten ein Abo dalasst. Und natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Bis nächste Woche, Leute, oder bis bald. Ciao.